herzlich willkommen hier zurück auf MyGoHazard TV und dem Bausimulator 2015 heißt er, ne? Ja. Genau. 2015 mit mir, dem Ice Dragon, und neben mir steht da, ihr seht ihn schon, dem Bio. Haha. Yippie. Wir nehmen mal wieder ein paar Folgen Bausim auf, da wir aktuell nicht wissen, was wir machen sollen, so richtig. So. Wir hatten ja auch letzte Mal ja irgendwie gesagt gehabt, dass wir eine Pause machen jetzt so zwecks zum Bausimulator. Hatten genau. Zwischenzeitlich auch mal wieder angefangen, haben dann aber gesagt, oh, scheiß drauf, haben wir doch nicht mehr, weil dann irgendwie noch ein anderes Projekt dazu gekommen ist. Und jetzt ist es aber so, dass wir jetzt alles hier bei Ice Dragon jetzt sind. Also das Ice Dragon Speicherstand. Wir sind jetzt bei mir in meiner Firma. Jetzt bin ich hier der Chef. Ja, deswegen habe ich doch die Weste an. Ich bin der Chef. Ich habe das sagen. Meine Firma heißt Microtex Constructions. Ja, genau. Also, und ich will erstmal ein bisschen, was wolltest du sagen? Nö, wollte nur sagen, könnt ihr euch jetzt auf ein paar Folgen Bausimulator wieder freuen hier bei uns. Genau. Ich erwähne mal gleich erstmal vorab, gibt ja jetzt einen DLC. Den haben wir uns gleich gekauft, beziehungsweise ich habe mir gekauft und den Bio gleich mit. Genau. Ist in der Wunschliste, dachte ich mir, mein Gott, 2,99 € habe ich auch noch. Übrigens, ja, sehr nett von dir. Wir hätten trotzdem zusammen spielen können übrigens, ne? Auch wenn du nicht gehabt hättest. Ach, echt? Gut, echt, ja? Das steht drin. Man kann trotzdem im Multiplayer spielen, aber du, wenn du das DLC nicht hast, kannst die Geräte dann nicht benutzen. Ah, okay. Aber das ist dann der Punkt dabei. Das ist aber gut, denn ja, so ist man dann halt nicht dazu verpflichtet, denn... Genau, es ist zwar trotzdem da, aber du könntest halt jetzt zum Beispiel nicht in den Kran einsteigen. Ja. Ich zeige euch den mal aus der Ferne erstmal. Ich muss da ein bisschen weiter laufen, weil der ist ja ein bisschen größer. Der hat übrigens eine Hebehöhe oder eine Höhe von 44 Meter. Wie kommt man denn da hoch? Da darf ich da raufgehen? Kann 8 Tonnen heben. Da ist er. Guckt ihn euch an, mal komplett zwischen den Bäumen durch. Da ist er. Der Liebherr, hast du nicht gesehen, Kran. Wie auch immer die genaue Bezeichnung ist. Ich habe das ja noch nie so gesehen, war. Wir waren ja immer nur, wir hatten ja bei unserem alten Speicherstand, also bei meiner alten Firma, die jetzt bankrott gegangen ist, genau. War ja immer so gewesen, als wir immer nur so eine Lieferaufträge hatten. Und hier sind wir jetzt wirklich mal schon so ein bisschen weiter. So. Genau, hier sind wir ein bisschen weiter, weil ich ja schon ein paar mehr Fahrzeuge habe. Und da ist halt der große Kran, ich habe ihn mir gleich gekauft. Er kann 8 Tonnen heben, ganz vorne am Mast. Und vorne an der Spitze kann er immerhin noch 1,7 Tonnen heben. Nee, ich will das nicht zurücksetzen. Nein, du willst ihn nicht zurücksetzen, genau. Einsteigen hier, ne? Genau. Ja, aber es ist ungünstig, weil ich da gerade einsteigen will. Och, Mano. Du kannst danach einsteigen. Ich möchte unseren Zuschauern nur mal den zeigen. So, einsteigen. So. Und da ist er. Jetzt sind wir ganz oben. Außenkamera. Boah, ist das ein Kran, oder? Komm, wir zoomen mal ein Stück raus. Hier haben wir echt eine Übersicht über die ganze Karte quasi. Wir sehen hier fast die halbe, also eigentlich fast die ganze Stadt, ne? Können wir hier von hier oben sehen. Da ist der ganze Bahnhof hier hinten. Und so weiter und so fort. Aber ich wusste gar nicht, dass sie hier wirklich noch DLCs für machen, für den Bausimulator. Das wusste ich auch nicht. Ein Riesenteil. Ich schwenke ihn mal ein bisschen. Guckt euch das an. Das sieht doch relativ cool aus, wenn du von unten guckst, wie das aussieht von dem Schwenken. Ein Riesending. Alles kein Problem. Mal den Schlitten ein bisschen vorfahren. Winde ein bisschen runter, den Haken. Wir können natürlich auch mal die Kameraperspektive wechseln. Das war hier mit V. Genau, da sind wir drin in der Innenansicht. Die Kamera geht immer wieder zurück auf die Frontansicht der Kabine. Nur die Höhenverstellung bleibt gleich. Könnt ihr auch so schön runtergucken. Von hier oben eine Wahnsinnshöhe auf jeden Fall. Ansonsten haben wir noch die Hakenkamera natürlich. Wunderbar, auf jeden Fall. Riesenteil. Ich zeige euch das nächste Ding. Der Bio kann ich jetzt mal nicht gerade angucken. Yep. Zwischenzeitlich kam ja dann auch, schon vor der ganzen Zeit kam ja dann auch das große Update raus für den Bausimulator. Ja, genau. Mit vielen, vielen Verbesserungen unter anderem. Auf jeden Fall. Das unter anderem geil. Fliegen die Fahrzeuge nicht mehr über die halbe Karte, wenn ihr mit einem Pkw zusammen crasht. Das passiert fett, wa? Nicht. Ein Riesenteil, oder? Das ist geil, oder? Ja. Ist ein guter Kran. So, denn passend zu dem Kran haben wir hier eine umgangssprachlich Betonbombe. Richtige Bezeichnung ist wohl ein Kran-Betonkübel. Jedenfalls heißt das so im Spiel. Den könnt ihr kaufen für 1.000 € Credits. Credits. Kein Euro-Symbol, ist ein Credit-Symbol. Ja. Für 1.000 Credits könnt ihr das kaufen beim Baustoffhändler. Ja, könnt ihr das kaufen, könnt ihr behalten, weil ihr braucht es ja nicht zurückbringen oder so. Mhm. Könnt ihr ja behalten, könnt ihr immer wieder benutzen. Könnt ihr mit jedem Kran benutzen, mit dem mobilen Kran, mit dem großen Kran und wahrscheinlich auch mit dem kleinen Kran.
Und was noch neu ist, also da braucht ihr einen Betonmischer für, also der Vorteil ist, ihr braucht dann nicht zwingend eine Betonpumpe. Ihr könnt einen Kran aufstellen, euch den Betonkübel kaufen und einen Betonmischer und dann könnt ihr auch Beton gießen. Ihr müsst also nicht eine Betonpumpe benutzen. Das ist natürlich praktisch. Beziehungsweise es könnten auch zwei Leute gleichzeitig Beton gießen, einer mit dem Kübel, einer mit der Pumpe. Weil würde auf jeden Fall schneller gehen, ja. Genau, und das Ding ist neu. Ein Pritschenauflieger für die Auflieger-Zugmaschine, die wir hier auch haben. Da kriegen wir wahnsinnig viele Paletten drauf. Ich habe ihn noch nicht benutzt zum Transportieren. Ich habe ihn nur erstmal hier hingestellt, damit ich ihn euch auch mal zeigen kann. Ja, und das ist ja nun offiziell jetzt schon die zweite Folge, die wir jetzt hier haben. Die erste Folge hatte der S-Dragon. Ach nee, gar nicht. Nee, die habe ich gelöscht. Stimmt. Die haben wir gelöscht. Ja, stimmt. Hatte ich vergessen. Ansonsten hätte ich ganz anders angefangen. So. Ja, stimmt. Ja, auf jeden Fall. Das ist dann das dritte Teil aus dem DLC. Mehr ist es aber auch schon nicht. Nur der Kran, ja, der Betonkübel und der Pritschenauflieger. Dafür, dass es so 2,99 gekostet hat. Ganz ehrlich, ich glaube, das Beste davon ist der Kran. Natürlich. Der Kran und der Betonkübel. Ich finde auch, irgendwie habe ich das Gefühl, dass sich die Fahrzeuge irgendwie verbessert haben, so zwecks so Detailstufe und so. Nee, das eigentlich nicht. Glaube ich nicht. Nee, die sahen mir immer schon so aus. Echt? Ja. Gut, dass die Paletten jetzt alle hier auf der Straße liegen, das liegt jetzt daran, die waren alle mal auf dem Tieflader verladen. Und da kriegt ihr nämlich auch wahnsinnig viele Paletten drauf, den Tieflader, ne? Ja gut, na okay, jetzt brauchst du ja dadurch ja nicht mehr, ne? Den Tieflader. Nee, ich kann jetzt alles da auf dem Pritschen. Auf dem Pritschenwagen kannst du wahrscheinlich festbinden und da ja nicht, oder? Kannst du es hier auch festbinden? Doch, hier kannst du auch sichern. Ah, okay. Hier kannst du die Paletten auch sichern. Der Vorteil ist, also den Tieflader brauchst du schon für ein paar andere Sachen. Für Armierungseisen zum Beispiel macht er sich dann schon gut, denn den zu benutzen. Hm. Kriegst du mehr drauf. Aber ich glaube, wir haben schon viel zu viel gequatscht schon wieder. Wir sollten vielleicht wieder mal bauen. So, der nächste Bauschritt, der Bio sieht das ja auch an der rechten Seite, ist so ein komisches Pumpensymbol. Das heißt, wir müssen jetzt Beton gießen. So, gießt du die vorbereiteten Elemente auf der Baustelle, genau. Genau, hat Bio noch nicht gemacht. Nein. Das ist jetzt schon der zweite Bauschritt. Der erste war Armierungseisen liefern, ein Klo und einen Generator. Das habe ich schon gemacht. Wo ist das Klo? Das habe ich geliefert. Das ist weg, verschollen, weißt du. Das ist ja immer das Problem. Das fanden viele auch immer ganz traurig eigentlich, weil man liefert einen Stromgenerator her, man liefert nur ein Dixie-Klo her, aber es taucht nicht auf. Es ist einfach weg und fertig. Ja. Wäre schön, wenn das einfach dann so irgendwo in der Ecke auftauchen würde, einfach irgendwo in die Ecke gestellt, so nach dem Motto, das stört es ja nicht, ne? Mhm. Dass man halt weiß, das habe ich hergebracht, das muss halt da sein, nach dem Motto. Man hätte auch zum Ende eigentlich beim Baustellensimulator, also nicht beim Baustellen, beim Bausimulator. Beim Bausimulator, genau. Ja, vorsichtig jetzt, Wortwahl ganz vorsichtig. auch machen können, dass man solche Sachen wie den Stromgenerator, den benutzt man danach auch wieder. Mhm. Dass man hätte ja nicht, wieder ist ja nicht können, weg, ne? Dass man den dann auch wieder abtransportiert. Ja. Und dann wie Dixie-Klo. Schmeiß ich auch nicht weg danach. Und da scheinbar schon, vielleicht sind es Einmann. Alles einmal Sachen. So, gut, okay. Wir brauchen Beton. Okay. Wir brauchen Beton. Wir brauchen den Betonmischer. Der steht im Dorf. Das weiß ich, dass er im Dorf steht. Okay, was soll ich den holen? Wir gehen beide dahin. Wir springen jetzt beide mal zum Firmengelände im Dorf. Betonmischer, ja. Ja, ich springe jetzt einfach so direkt zum Firmengelände. Aber so, du gehst direkt zum Fahrzeug, okay. Dann fährst du. Genau, ich fahr mit. Nee, du fährst. Okay. Du fährst. Ich bin Chef, ich fahr mit. So. Jawohl, Chef. Fahr. Es ist noch ein bisschen Beton drin, aber machen wir trotzdem bitte voll vorher. Wo muss ich da hinfahren? Rechts rum. Rechts raus, der Straße folgen, vor. Das passt. Ach, das hätte doch gepasst. Ja, ich bin noch Azubi. Na gut. Bin der Fahrlehrer jetzt hier nebenan. Ja. Auf dem Sitz daneben. Wo lang? Rechts. Und dann der Straße folgen bis zur Gärtnerei und dann links rein. Jawohl, Chef. Links rein. Also nächste Straße links dann, nicht die, aber die nächste. Die nächste, jetzt kommt links. Mhm. Ja, der Bio fährt, das ist ganz spannend. Ich kann einfach mal entspannt mitfahren. Ja, wie gesagt, wir haben uns halt entschieden, bevor wir jetzt bei mir langweilig wieder weiterspielen, weil war ja nun doch schon ein bisschen sehr, ja, außer liefern gab es halt wirklich nichts anderes. Das ist übrigens der Grund, warum der Betonmischer im Dorf steht, weil du brauchst ja den Betonmischer nur für Beton. Mhm. Und auf dem Weg zur Baustelle kann man immer dann wunderbar vom Betonwerk gleich sich wieder Beton holen. Den hast du immer wieder, Mann, Frosch im Hals, den hast du immer wieder zurückgebracht, ja? Den bringe ich immer wieder zum Dorf zurück, ja.
Weil ganz ehrlich, wieder auf dem Weg zur Baustelle muss ich ja eh meist wieder Beton holen. Mhm. Und ehe ich dann von der Stadt durch die ganze Stadt hier rausfahre ins Kieswerk, Beton hole und dann wieder reinfahre, macht nicht viel Sinn. Links? Ja, ja. Ich glaube, ich habe also, du weißt wo? Ich links, das Silo, links der Siloturm hier, wo Liebherr dran steht. Genau. Mhm. Du musst aber exakt runterfahren, sonst funktioniert das nicht. Du musst sehr exakt, ja, das. Ja, da musst du nochmal korrigieren, das muss ich ja weiter vorfahren, aber. Schnell zurück. Klapp. Filter? Ja. Okay. Ja, ja. Ja, ich habe schon gehabt, da war die Animation da gewesen, das ist trotzdem nicht mehr geworden. Ach so, okay. Ja, ja, deswegen. So, er ist voll, du kannst weiterfahren. Also hat, wieder, schon, hat mich jetzt 3.373 Credits gekostet, ja. Es ist wirklich schon sehr, sehr lange her, wa? Dass ich das jetzt zum letzten Mal so richtig gespielt habe. Jetzt, wie gesagt, freue mich auch darauf, dass es jetzt endlich weitergeht. Weil es war schon schade. Oh. Ja, ja, voll. Das waren aber Zentimeter, du. Zentimeter. So, links wieder. Links, links, genau. Hatten den ja letztes Mal abgebrochen, weil er wirklich dann zu buggy war. Also, es hat ja dann keinen Spaß mehr gemacht, ihr habt. Ja, in der Zwischenzeit durch den DLC jetzt auch. Also, wir hätten auch eine Betonpumpe, das wäre jetzt auch kein Problem. Ja. Ne? Also ich will jetzt mal den Kübel ausprobieren. Ich weiß jetzt ja nicht, wie schnell der Kübel immer wieder leer ist, ist das Problem. Aber wir müssen noch ein oder zweimal gießen danach, also während des Bauens jetzt. Also das sind schon größere Aufträge, die du hast. Hattest du denn jetzt schon mal Großaufträge gehabt? Ich habe bisher nur einen Großauftrag abgeschlossen und das ist das Stadion gewesen. Okay, ja, das hat ja gut. Das hatten so wir gehabt am Ende. Oh, jetzt, wie das jetzt hier umstottert. Ja. Ja, ne? Ja, jetzt bist du nicht der Host. Bei mir stottert es nämlich nicht. Ne? So, links, rechts? Links. Normalerweise fragt man sowas früher, ne? Ja, wenn der Fahrlehrer nichts sagt, geradeaus noch mal weiter. Nochmal links. Weißt du doch, wenn der Fahrlehrer nichts sagt, geradeaus weiter. Aber in dem Fall ging es nicht geradeaus weiter. Ist egal. Nein, wenn es nicht geradeaus weiter geht, dann hast du das zu erkennen und rechtzeitig zu fragen, wenn der Fahrlehrer nichts sagt. So. Ja. Ja, ja, ist schon so lange her. Fahrschule. Geradeaus durch. Jawohl, Chef. Den Kran müsstest du ja schon sehen da hinten, das Riesenteil. Wir waren jetzt hier Option AV. Okay, V war es. Und dann links. Schöne Cockpit-Ansicht hat er ja auch noch links, ja. Ja, ja, die Cockpit-Ansichten hier drin sind echt gut. Also ich muss sagen, die Fahrzeugdetails sind hier gut. Die sind durchaus vergleichbar mit dem Landwirtschaftssimulator. Perfekt, also die Fahrzeugdetails ja, auch, sind wunderbar. Also auch der Eurotruck-Simulator, ne? Sieht ja fast so ähnlich aus. Ja, und da sind wir auch schon an der Baustelle angekommen. Die Fahrzeuge, die fahren hier nicht vorbei. Gut, das liegen die Paletten da fahren sie definitiv so nicht vorbei. Selbst, wenn, jetzt, selbst wenn die Paletten, ja, fahren wir auf die Baustelle rauf, genau. So, einer müsste eigentlich sowieso drin bleiben, weil irgendwer müsste immer wieder umschalten, ob halt der Dings hinten auskippen soll oder nicht. Du kannst die Kamera umschalten hinten auf das Ansicht hinten auf die auf den Ausguss irgendwie. Ah, okay, hab ich, ja. So, ich hol mir mal den Betonkübel mit dem Kran. Und ich glaube mit X muss man gucken um die Steuerung. F1, kannst du die Steuerungshinweise angucken? F1. Ja, genau. Wie geht man die Innenansicht? Machen wir aus der Innenansicht mal hier. Genau, das habe ich nämlich gesucht gehabt die ganze Zeit. Kannst du denn die Kamera wieder umstellen und... Ach, ist das schön. Ja, ist das schön wieder. Ein bisschen Bausimulator hier daddeln. Schön. So, du find siehst jetzt den Kran in Action, den wird von draußen. Naja, nicht wirklich. Wieso? Die Winde kommen gerade runter. Ach so. Ja, das Seil kommt runter, das dauert ein bisschen bei der Höhe. So, das mag gut sein, ja. Ja, lange, lange die Innenansicht, ja. Also, ich auch, ja. So, anhängen. Und jetzt haben wir den Betonkübel dran. Yeah. Ach, da hinten bist du. Na, ich brauch doch den Kübel erstmal. Ich habe mich schon gewundert, wann kommt der denn hier runter hier? Was soll das? So, du kannst hinten das Teil auch bewegen. Ich glaube, mit Q und E kannst du das hinten drehen. Okay. Also den Ausguss da hinten. Ach so, da, ja. Hm. Stimmt. Jetzt, wo du das sagst. So, warte. Ups. Okay. So, da müsste passen, ne? Ja. Dann mach ich mal jetzt an, wa? Ja.
Ja, der füllt sich. Ja, ich sehe die Prozentzahl hochgehen. Schon relativ geil, ja. So, kannst gleich wieder umschalten. Warte noch ein bisschen. Ist jetzt bei 70, 80, 90 und umschalten. Okay, ist aus. So, kannst mal wieder wegschwenken, bitte. Dann komm mit dem Kran besser weg. Genau. Geil, oder Leute? Cool. So, jetzt muss ich erstmal selber gucken, wie ich das Ding hier unten überhaupt aufmache. Ah, mit X kann ich es dann entsprechend auch wieder ausgießen lassen. Okay. Hui, jetzt habe ich eine dicke, fette Betonladung drin. Wie viel Prozent sind bei dir jetzt raus? Also ich habe jetzt so 76, also 24. Boah, so viel, echt, ja? Ja. So, dann gucken wir mal. Also ich wechsle mal auf die Hakenkamera, weil von hier oben ist nicht viel zu sehen. Und ganz ehrlich, derjenige, der den Kran normalerweise bedient, Der steht, der ist gar der nicht ist mehr auch oben. nicht dafür zuständig. Entweder steht der unten mit der Fernbedienung. Genau, meistens haben die jetzt immer eine Fernbedienung, ja. Außerdem hockt auf diesem Kasten meistens sowieso einer drauf auf diesem Teil, weil meistens noch so eine Standfläche da drauf ist. Und kann dort direkt das Ding steuern auch. Da wird das Ding noch gegriffen mit der Hand noch ein bisschen bedient. So, wir machen mal Aber warte, warte, Hakenkamera. warte, warte, warte. Ich glaube, das machen wir das in der nächsten Folge. Machen wir in der nächsten Folge. Alles Machen wir in klar, der dann nächsten warten Folge. wir einfach mal jetzt hier noch, lassen wir mal den Betonkübel so hängen in der Luft. Richtig. Und machen das in der nächsten Folge einfach. Und ja, Bedanken uns fürs Zugucken, sagen ciao, tschüss und hoffen, wir hattet Spaß. Genau, und genau. genau. Ja. genau. Wir danken uns fürs Zugucken, wie der Video schon sagte. Ja. Und hören uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschö.